Bonsoir, Muchachos! Hier sind wieder eure Losers. Wir zocken heute mit euch ein Familienbattle. Und zwar haben wir zu diesem Thema, Anlass, einfach mal alle Leute rausgesucht. Oder nicht ganz alle, aber fast alle rausgesucht, die familiärer irgendwie zusammenhängen. Da haben wir zum Beispiel die Cousinen Ash und Sejuani. War doch so, oder? Ja, wusstet ihr das, Muchachos? Es war mir neu, dass das Cousinen sind. Es sind weit entfernte Cousinen. Ich glaube, das trifft es besser. Vollkommen Latte sind Cousinen. Dann haben wir noch die Brüder Nasus und Rennington, die kennt man ja. Dann noch die Brüder Darius und Draven, die Blood Brother, das heißt die. Die Geschwister Garen und Lux und Morgana und Kyle. Alles dabei. Und außerdem muss ich mich noch bedanken beim guten Harukemuke. Für diesen geilen Skin. Ich wollte nicht flashen. Ah, Leute, ich habe auch Exhaust. Dein Ernst? Ja. Aber ich habe Meisterschaften und Runen eingestellt. Warte, kannst du ihn gleich abschießen? Ich zieh ihn gleich. Ich kann ihn ziehen. Ja. Ach, fuck. Hätte es mal früher gemacht. Wo ja, warst du eigentlich? Ich weiß nicht, dann hätte ich am Anfang meinen Zier gehabt. Super. United, we are stronger. So, dann mal. Haruka Muka. I always take the high ground. So, sind wir gespannt. Also, die Gegner haben auf jeden Fall von der Champion-Komposition her das stärkere Team. Um einige stärker. Denke man an miese Lux Snipes, Draven, OP Damage, Kyle, richtig OP, Sejuani, unnormal OP, Rennington, richtig stronger Toplaner. Ja, dem auch davon abgesehen. Bessere Elo, by the way. Genau, das wollte ich gerade sagen. Haben sie auch eine höhere Elo. Auch wenn noch nicht alle bei denen eingestuft sind. Bis auf, ich glaube, es sind sogar alle unranked bei dem Team, bis auf Dat Nikomo. Dat Nikomo ist Platin, allerdings weiß ich zum Beispiel von. Oh fuck! Oh mein Gott! Von Crunchy Boy und von Hannes Jan auch, dass sie ein bisschen höher platziert waren. Ja, gut, wir gucken mal, was wir hier reißen können, ne? Warum hat ein Raven so wenig Leben, du noch? Und weil ich OP bin. Aber du bist nicht OP im Farm. Doch, bin ich auch. Siehst du? Ein Farm. OP. Ich laufe auch immer wieder rein, ne? GG. Du bist halt ein mieser Trottel, Alter. Hör auf damit. Eigentlich müssten wir einen viel strongeren Vorteil haben, Alter. Eigentlich müsst ihr den Typen einfach nur nicht ranziehen und ihn richtig wegboxen. Ja, ich habe aber leider im ersten Trade habe ich zu sehr auf die Schnauze bekommen. Ich müsste einfach Lux ranziehen, ey. Wait for it. Ja. Wobei Draven auch nicht. Also, die nehmen sich von den defensiven Werten beide nicht viel. Ja, nimm doch den dicken! What the fuck? Was? Ich hab gerade Schatz gecheckt bei dem. Jetzt darf ich schon wieder nicht reingehen. Obwohl, wenn die Lux. Hab Level 3, ne? Weißt du? Mach ich einen All-In. Die Scheiße ist, du hast ja keinen Flash mehr, weil du YOLO-mäßig aber geflasht hast, warum auch immer. 2 Minuten. GG. Level 3. Die sind aber beide schon wieder hochgeholt, ne? Mhm. Wenn er den haben will. Mal schade. Oh, ich will aber nur die Lux haben. Die kann auf sichere Entfernung da einfach umschneiden. Sag, ich war da gerade wieder zwischen den Minions festgebackt, ey. Nee. GG. Ich kann die Range leider auch wenig einschätzen. Weil du nie spielst und weil du keine Range Indicators benutzt. Weil die schwul sind. Aber bei Deko heißt der Range Indicator Smartcast. Der ist ja auch Smartcast mit Range Indicator. Also mit einem Gank. OP Farm immer noch, by the way. Ich denke mal, unterm Tower dürften wir die eigentlich knallen.
Wenn du es dann endlich mal schaffen solltest, jemanden zu ziehen, dann ja. Ich schau nochmal in die Range. Okay. Direkt abgeworfen, ne? Oh fuck! So viel dazu. Ja, da hatte der. Oh! Nein! No. Oh, GG. Also, ich hab auch mit meinem Flash den Flash nicht haben, den Gas gemacht, aber. Ich glaube, überlegt hätten wir es auch mit Flash nicht. Warum hast du denn überhaupt geflasht? Vollkommen unnötig. Aus Versehen. Ich glaube, ich bin irgendwie aus Versehen auf die Dustdorf gekommen. Erstmal Monster aufmachen. Wir brauchen unbedingt ein Gangbot. Unbedingt. Das heißt, ab jetzt nur noch unter dem Tower, ne? Damit wir nicht weit. Weil wenn Draven erstmal snowballt, ne? Oh mein Gott. Jetzt hat er erstmal richtig viele Stacks gesammelt, hat dadurch einen Geldregen bekommen. Der wird auf jeden Fall. Der hat nur einen Stack gesammelt. Minimum mit einem BF-Sport zurückkommen. Ein Stack gesammelt und Geld sammeln bringt nichts, sondern nicht stirbt. Ja, aber er hat ja ganz viele Stacks gesammelt und hat ja niemand umgebracht. Dann kriegt er die. Wieso Stacks? Stacks? Hä? Wenn er seine Äxte fängt, dann kriegt er Stacks. Und mit den Stacks, wenn er jemand umbringt, kriegt er Knete. Hast du schon mal Draven gespielt? Ja, aber er kriegt die Knete nur, wenn er stirbt. Was? Dann verliert er die Hälfte seiner Stacks. Oder sogar alle. Ne, die Hälfte, glaube ich. Ich war der Meinung, er sammelt fucking... Könnte auch sein. Nein. Weiß doch nicht, wie du... Draven, also meine Idee von Draven war... Also ich wusste eh nicht, dass er mit Fang Stacks auflädt. Ich dachte, er lädt Stacks auf, wenn er Leute tötet. Und wenn er dann stirbt, kriegt er die Kohle ausgezahlt. Nein. Dein Farm. Alter, Deko. Wir dürfen nicht mal mehr fighten. Du könntest allerdings recht haben, wenn ich mir... Draven und... Warte mal, hat er nur Real? Also, er hat ja auf jeden Fall geheilt. Hat er auch geflasht? Ich weiß nicht. Ja, er hat geflasht für dich. Können wir mal sagen... Oh, Sidrani ist bei uns. Da tänzt jetzt sie rum. Der Nikomor hat einen Disconnect. Nein, warum? Schreib ihm mal eben. Frag ihn mal, ob der gleich wiederkommt oder. Dann pushen wir nicht, dann pushen wir nicht. Das ist Käse. Mercy for weakness. Wir jungle ich mal ein bisschen, ne? Damit das nicht unfair ist. Er ist ja da. Ja. Mr. Unfair. Jetzt war ich hier ein bisschen spazieren gehen. Stand together. Jetzt kann ich natürlich gut zonen, wenn mein Support nicht da ist. Hm, wie bitte? Jetzt kann ich natürlich gut zonen, wo mein Support nicht da ist. Was? Sie können mich gut zonen, wenn mein Support nicht da ist, sagte ich. Ich hab's verstanden, bloß, aber wie haben sie es geschafft? Schon wieder. Please! Ja, Nasus, wir brauchen dich. Oh, Lux Level 6, take care. Ja, ich bin auch Level 6. Take care. Was in die Schnauze. Was ist der Pinocchio Dodge? Nicht fighten, bevor ich auch Level 6 bin. Hier. Ah, ne, okay, das schon. Alter, das brettert, ey. Aber du hast hier schön zurückgegeben. Ich hätte fast gesagt all in, Ulti und dann alles, drupp. Schade. Ich glaube, wir können die one-shotten. Wollen versuchen? Du musst erstmal Level 6 werden. Stimmt. Da war ja was.
Alter, der Renekton Top hat ja schon richtig krass durchgepusht. Wow, krass. Aber noch keine Kills. Ich will die Lux haben. Wenn sie Ultis, können wir es versuchen. Ich würde lieber auf Draven gehen, wenn ich rechnen soll. Ich warte mal eben ab. Nicht, dass Sejo wieder von hier kommt. Oh. Nein! Die wichtigsten Dinger triffst du nicht. Ja, die war maximal Range, ne? Okay, hier stirbt jetzt niemand mehr auf der Lane. Warten wir, bis es... Aber dieser Fight lächerlichen Draven gegen der Ashe. Oh, ich will unbedingt die Lux one-shotten. Was hatten die Lux eigentlich? Okay. Nichts da. Never lose focus. Ich habe jetzt 1-7, ich könnte backgehen und BS Sword kaufen. Bevor wir fighten, sollten wir auch nochmal shoppen gehen, ne? Alter, die haben alles abgewartet. Da ist Seju. Ja. Sagen wir nochmal, dass wir Hilfe brauchen, obwohl. Ne, Seju. Ja, ich weiß nicht. Nee, das können sie wieder. Die wollen ins Tower diven. Fühlt sich so an irgendwie, ja. Oder die gehen zum Drake jetzt. Die gehen zum Drake. Ja. Wollen wir da was versuchen? Sehr schön. Kann wenig machen. Lass uns noch. Nein. Nein. Hast du nicht getroffen? Ne, sie ist in dem Moment wieder umgedreht, um Nasus zu killen. Draven dürfte ich eigentlich nicht kriegen. War doch drüber, wer könnte ich taudern? Ne, das war dein Fehler. Wo? Da hat er wieder den Fleisch. Oh, das ist die Sejuani nicht. Oh, da kommt noch. Ich kann auch nicht, wo soll ich was machen? Garen ist auch noch da. Dass du da den Kill nicht bekommen hast, das war echt super Käse. Super Käse! Ja, sie ist halt leider genau in dem Moment umgedreht, ne, um Sejuani zu killen. Aber du hast schon so eine krasse Range. Einfach in die Mitte halten und ballert eh alles um. Oh, der Darius, Alter, der ist so low jetzt. Der Draven. Kann ich ja. Also. Ja, der Darius ist einfach vom Skill her low. Ich habe gefunden bei Deko. My arrows fly true. So, ich geh weg. Oh. Das ist der Rennick. Nein, das ist er da total out of position. Puh. Das Game ist auf jeden Fall anstrengend, ey. We must press on. Nasus ist es da. Geh drauf. Ja, ja! Ich bin da, wir können fighten. Ja, komm. Ja, sehr schön. Oh ja! Ja, wichtig! Oh, das war richtig geil, Alter. Das war auch richtig unnormal wichtig, ey. Puh, ich habe ihn leider nicht mit meiner Ulti ausschalten können, Rennick. Sonst hätte ich am Shida direkt. Ich habe leider nur Supports bekommen. I only need one shot. Durchpushen, das brauchen wir. Ja, müssen am besten auch den Tower machen, damit das Team Girl ist wichtig. Ja, das stimmt. Alles hat angefangen, dass der Nasus runtergekommen ist.
Oh fuck. Einfach nochmal so viel Damage wie es geht. Also ich wusste, dass einer kommt, aber gleich beide? Please. Ich hab nicht mal merkt, dass Mitte-Miss ist. Hat der gepinkt. Ah, ich dachte, das wäre eben okay. Scheiße. Waren das ja wieder Kacke. Renekton pusht bitte. Hä, wo ist unsere Morgana? Mitte. Achso, ich wollte gerade sagen. Die kann getower-dived werden schon fast. Ich geh da mal lieber hin. Oh fuck, unser Tower. Eigentlich bräuchte ich Botlane. Mhm. Ja, Tower down. Was? Ulti kommt zu euch. Schade. Puh! Ich hab daneben es auch vorbei. Oh, ich hatte noch mein Support-Item. Ich wollte es spannend machen. Ja, die Familien. Die nehmen sich hier richtig auseinander. Ich seh nix. Oh, Garen, please, Alter. Wieso? Ey, der hat sich backteleportet und war im Shop. Wir hätten Draven killen können. Nasus ist da. Oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Der hat doch seine Ulti gehabt, warum nutzt er sie nicht? Ja, so langsam kenne ich die Range. Pass auf, die Ulti von Cetu könnte uns umbringen. Wow! Mabosa kommt lebendig herauf. Obwohl, fuck, nee, die Ulti von Draven fehlt noch. So, ein bisschen mehr Leben. Ich brauche unbedingt Schuhe, ey. Hoppala. Weiter will ich gar nicht gehen. Ne, ich auch nicht wirklich. Hast du kein Wort für hier? Mach ich so. So, komm ich nochmal mit. Let's fly. Ich kann nicht mehr was kaufen. So, 9-9. Ich dachte, das wird hier ein Gestompe. Leider ist es, was Objectives angeht, sind wir richtig weit hinten. Ja, wir haben noch keinen Tower. Noch gar keinen. Oh, nice, Teleport abgebrochen. Oh, die Morgana ist echt strong. Jetzt müssen die Morgana so hätte da. Sie rennt aber auch komplett. Was? Nein. Das war aber auch nicht perfekt gemacht, muss ich leider sagen. Oh fuck, ich bin am Arsch. Ey, das. Nee. Wo bist du denn gestorben? Lux, Raven, Rennick. Ja, was mach? Oh, ich weiß nicht. Wir brauchen mal Teamfights. Wir sind gerade echt Käse. Was? LOL! I won't lead us astray. Unstoppable. Da hat sie sich verklickt, glaube ich. Aber Garen geht ja offensichtlich ab, wa? Bitte? Ari geht ja. Garen geht ja offensichtlich ab, wa? 5-0, nice! Ich geh mal auf die Botlane.
Vielleicht nicht so den Red Buff. Nice. Und Toplane, 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 Toplane. Drake ist wieder ab. Müssen wir eigentlich schnell machen, ne? Sejuani geht auch voll auf P, ey. Gary hat doch wieder ein Tor bekommen. Ein Ulti kommt. Fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Ich kann... Nein! Der hat mich noch gekrittet, ey. Ja! Aber es war ein Notwurf. Nee. War absolut ein Notwurf. Also ich muss sagen, Darius als Support, na, 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 er ist ziemlich squishy dazu noch. Das ist die Käsesoße, die noch oben drauf kommt. Ja, oh, Garen ist da aber gerade. Muss er sich nur ein bisschen abhalten, den Scheiß zu machen. Und sie haben ihn. Ja, das war's. Er stirbt aber trotzdem noch. Der hätte einfach nicht einfach stehen bleiben sollen. Botlane, ach, wir haben jetzt auch drei Tower. Jetzt haben sie noch einen Tower mehr. Allerdings haben sie schon zwei Drakes. Ich will noch keinen. Also mir fehlt einfach dieser Engage von Darius. We must press on. Sieht jetzt eigentlich bei Nasus aus. Okay, okay. Soll ich aber was machen? Oh, nee. Ich dachte, da können wir echt locker was machen, aber die Sejuani-Ulti ballert dich ja sowas von. Kombi von Sejuani, ihre Ulti 450. Permafrost 250 und das Reinschlittern mit ihrem Schwein 180. GG. Insta-Tot. Also, wir müssen uns vor Sejuani. Wir können das ist. Einfach ein krasses Team, ey. Krasses. Das ist ein richtig krasses Team. Das Ding ist, man konnte es einfach nicht anders zusammensetzen, weil dann. Es hat einfach in beiden Teams was gefehlt. Wir hätten einfach viel, viel deathmäßiger spielen müssen. Da war dein Vorschlag schon. Oh fuck. Oh. Oh. Was, Alter? Das war auf jeden Fall mal ein Klose, ey. Do not confuse mercy for weakness. Ich habe gerade zwei ganz coole Aktionen gemacht. Den Renekton habe ich gekitet und dann habe ich noch den guten Draven outplayed. Sehr schön. Aber guck mal, wie krass die jetzt werden. Es stand 9 zu 9, jetzt 17 zu 22. Obwohl wir gerade. Es geht eigentlich. Finde ich. Ich brauche nur 30 Gold. Ich kaufe mir jetzt mal das Wort. Alter. Es ist auch gerade wieder richtig schwer für mich irgendwie zu farmen. Ich kann ja eigentlich nirgendwo farmen. Wo soll ich farmen gehen? Ich finde das Team-Battle ist eine richtig coole Idee, dass man wirklich so ein Familientreffen zusammen und bam, voll auf die Schnauze. Ja. Deswegen wurde ich viel auch wenn also ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen mit Family. Alle verstehen sich gut, bloß ich kenne das aber auch von Kollegen, die streiten sich immer mit der Family. Das kann ich gar nicht verstehen. So Family geht doch immer über alles. Bei mir war früher immer richtig Stress mit Family. Mittlerweile geht's. United we are
Deswegen, also ich bin echt froh, dass ich so eine coole Family habe. Und was ich geil finde, dass ich nicht so eine Family habe, die sich über jeden Scheiß aufregt. Da kann man machen, was man will und sie regen sich nicht auf. Das habe ich nicht. Also wenn ich Scheiße bauen würde. Meine Mutter sagt immer, ich war früher genauso. Hier, komm, free kill. Dann nicht. Na da, aber er ist weg. Dead Kite, you can't run away. Oh, hier ist. Oh! Oh! Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, wen ich exhausten soll. Nein! Offa, geht's, lauf! Lauf! Oh! Alter, bei mir schneit es gerade richtig. Oh fuck. Nein, bei mir schneit es nicht. Aber die Wolken sehen so aus, als würden sie schneiden wollen. Schalt, nicht schneien. Ach, Schalt. Ich hab verstanden, bei mir schneit es voll. Hier? Geht hier rum, geht hier rum! GG. Oh mein Gott, hast du ein Glück, dass sie dich. Was? Wie haben sie dich noch gesehen, Alter? Oh, gleich kommt die Ulti. Ja. Gut, dass er nicht zielen kann. Ich hätte meine Ulti nicht schon für den Rennick benutzen sollen. Dann Towerfight. Ja. Lol. Never lose hope. Ja, nice. Ja, ich würde sagen, zurück, nicht so krass chasen. So, ja, wenn hört auch auf zu chasen. Nein, geht weg da! Ihr seid tot. Es fallen wieder mindestens 2 Kills für. Warum, warum? Du hast vor 2 Sekunden noch gesagt, schön und dumme Freunden. Ey, Morgana ist da so deep reingegangen, dachte ich hier, jetzt ist es soweit. Nein, ey. Ey, warum bist du denn so low? Ich war von Anfang an so low, ich war noch nicht back. Lol. Ey, das war jetzt echt ein Throw, ne? Das war echt ein richtiger Throw. Wir hatten das richtig schön turtlen können am Tower. Und das ist gerade so krass gethrowt. Ich hatte bis eben gerade wirklich eine Hoffnung, dass wir das gewinnen können. Ich wollte gerade sagen, ja, den haben wir. Den nächsten nehmen wir auch noch mit. Ey, das war. Oh ja. Nein. Oh ja, den können wir auslauen. Wenn ich rankomme, können wir ihn slowen. Ja, schön. Oh, Alter, die. Wow. Der Kite. Ja, Kite machst du. Kann nicht, ich bin gebindet! Ich hab's gesehen. Aber nice Kite! Ey, Sejuani, was macht die für ein Damage? Ich muss unbedingt auf Magic Resist gehen. Ey, wir hatten echt diesen einen Fight, den ihr da gemacht habt, ne? Der war so scheiße. Ich glaube, es ist wirklich noch was drin. Ja, aber es wird halt noch unnötig schwerer, dadurch, dass wir einfach keinen Tower und kein Inlet mehr haben. Das stimmt, ja. Und der Inhalt jedes Mal frei ist.
Wenn die jetzt bei so einer Scheiße mit offenen Innen einen Barrel-Buff ankommen, dann sind wir gefickt. Ja, deswegen wollte ich da eigentlich mal eben warden gehen. Ey, und ich sag noch, komm zurück, lass das, geht doch drauf damit. Einfach niemand hört. Ja, du hast nur mit mir geredet. Ja. Die fühlen sich aber auch immer besperrt dann dadurch, dass du mitrennst. Wenn der YouTuber umdreht, würden sie wahrscheinlich auch umdrehen. Ja, wahrscheinlich. Oh, die haben schon gemacht. Ja, GG. Super Minions und Baron Buff. Okay, jetzt, wenn sich da jetzt noch jemand catchen lässt. Jetzt sollen wir nicht catchen lassen. Nicht catchen lassen! Wenn die gerade da sind, alle backen, versuche ich mal den Blue Buff, den Red Buff zu machen. So, die zwei Tower haben wir noch. Müssen wir mit unserem Leben beschützen. Langsam mache ich sogar wirklich Schaden. Du kommst auch langsam ins Spiel zurück, ja, das finde ich gut. Ja, und leider bin ich der Einzige, der auch dementsprechend spielt. Ich bin richtig mad wegen dieser Aktion, ne? Hm? Ich bin richtig mad wegen dieser Aktion. Alles easy, Digga. Nein, Nasus, ich sag noch gerade, nicht catchen lassen. Nicht catchen lassen! Den geht doch weg da, jetzt läuft doch nicht extra noch hin. Aber Morgana push top, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht können wir wenigstens den Tower. Ist der irgendwie dezent. Sehr dezent. Ja, wir müssen eigentlich. Oh nein, Garen, was willst du da vorne? Das ist doch nichts. Achso, der Drake. Puh. Das hätte aber das ist keiner da, das heißt, Morgana dürfte, denke ich mal, den Tower kriegen. We must press on. Okay, ja, also Morgana macht das richtig super. Sie hat gesehen, okay, alle sind Bot. Lass uns einfach mal top durchpushen. So muss man denken. 1A. Jetzt muss sie eigentlich zurück. Mhm. Weil Draven ist schon auf dem Weg dorthin. Dann pingen wir ihr doch mal. Das Ding ist. Ich denke mal, Sejuani, die will dich one-shotten. Will sie wahrscheinlich. Bleib immer so weit weg, dass man. Aber Renekton will hier pushen. Du bist tot? Ja. Draven ist auf mich raus. Draven und Renekton. Allerdings hauptsächlich Draven. Morgana, push! Ja, ist vorbei. Der ist raised. Ja, leider. Ich glaube, mit Morgana wäre es nochmal lustig gewesen, weil die war unsere eigene, die einzige richtig krasse Schadensquelle. Ich glaube gar nichts. Fest steht, dass der Fight hier, würde ich den Hip und den Tower bekommen, haben wir das Ding gefroht. Ja, das stimmt. Danach war es vorbei. Ja, sehr schade. War das Familienduell. Haben ordentlich auf die Schnauze bekommen, aber was lernt man daraus? Man darf nicht immer so greedy sein. Ich hoffe, man lernt aus seinen Aktivitäten, aus dem, was man macht. Und man lernt jetzt, turteln, dann kann man gewinnen. Greedy sein, dann wird man verlieren. Das war das Familienduell. Ich hoffe, ihr konntet dabei auch ein bisschen was lernen. Ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt. Deko hat ja gesagt, wie es richtig geht. Ich sage, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.